Hallo und willkommen zurück zu unserem Micro-News-Screencast, der Video-News-Feed rund um die kleineren Fragen und Ankündigungen zur KIK Online Suite. In diesem Video fassen wir für Sie zusammen, wie Sie überprüfen können, ob Ihr Browser auf dem neuesten Stand ist und wie Sie in Ihrem Standardbrowser den Cache leeren und die Cookies löschen können. Wir empfehlen immer, eine aktuelle Browser-Version zu verwenden, um KIK Online im vollen Umfang nutzen zu können. Die folgenden Tipps könnten hilfreich sein, wenn Sie eine Unregelmäßigkeit feststellen, insbesondere nachdem wir ein neues Update für Sie ausgeliefert haben. Im Internet Explorer finden Sie die Einstellungen, wenn Sie auf das Zahnrad-Symbol klicken und dann auf Info. Hier können Sie sogar einen Haken setzen, um sicherzustellen, dass immer die neueste Version installiert ist. In Firefox befinden sich die Einstellungen ebenfalls oben rechts unter dem Listensymbol. Klicken Sie auf das Fragezeichen, um zu dem Menüpunkt Über Firefox zu kommen. Hier finden Sie direkt eine Auskunft darüber, ob Firefox auf dem aktuellen Stand ist. Google Chrome ist sehr ähnlich aufgebaut wie Firefox. Auch hier können Sie oben rechts das Listensymbol finden und unter dem Punkt Über Google Chrome nachsehen, ob Sie die neueste Version benutzen. Sehen wir uns nun an, wie Sie in den verschiedenen Browsern die Cookies und den Cache löschen können. Wir beginnen wieder mit dem Internet Explorer. In den Einstellungen unter dem Punkt Sicherheit finden Sie den Befehl Browserverlauf löschen. Mit der Tastenkombination Steuerung, Umschalttaste und Entfernen können Sie diesen Menüpunkt noch einfacher aufrufen. In der Übersicht können Sie genau wählen, welche Punkte Sie löschen möchten. Die Standardeinstellung wie hier reicht allerdings vollkommen aus. Bei Firefox gehen Sie auch wieder über die Einstellung und löschen die Chronik, wie Sie es hier sehen können. In den Einstellungen für Chrome finden Sie die Browserdaten unter dem Punkt Weitere Tools. Nutzen Sie dann wie beim Internet Explorer die Voreinstellung, die Sie auch hier sehen können. Vielen Dank, dass Sie zu unseren Micro-News eingeschaltet haben. Ich freue mich, Sie demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin einen schönen Arbeitstag.